Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir ein letztes Mal in das Jahr 2019 und schauen uns zusammen meine Neuzugänge aus dem Dezember des letzten Jahres an und fragen uns dann gemeinsam, schon gelesen oder subbt es noch? Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind wohl 13 Bücher im letzten Jahr bei mir eingezogen, also für den Dezember ist es doch, glaube ich, ganz okay. Ja, die Wahrscheinlichkeit liegt groß, dass es doch einige Weihnachtsbücher waren oder Winterbücher, die dann auch schon gelesen sind, aber ich bin natürlich mega, mega neugierig und wir schauen uns jetzt einfach gemeinsam mal das Video an. Ach, eine wunderbar gebräunte Steffi sehe ich da. Sehr schön. Ja, das fehlt so ein bisschen. Ja, das erste Buch ist Der Hof der Wunder von Kester Grant, ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben hier ja ein alternatives Paris, wo im Grunde die französische Revolution ein wenig anders verlaufen ist, als wir es in der Geschichte kennen. Und ich mochte das Setting sehr, sehr gerne. Es ist natürlich schon eine Art Fantasy, wenn man so möchte. Und mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es dazu nicht auch noch einen zweiten Band geben sollte, könnte, müsste. Ich weiß, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat und dass es mich sehr gefesselt hat und ich diese alternative Zeit großartig fand. Ja, Casadim von Julia Dippel. Ach, ich freue mich mega auf den zweiten Teil. Der ist nämlich auch schon bei mir eingezogen. Vielleicht, wenn ihr jetzt das Video seht, bin ich da auch schon am Hören. Ich fand das unglaublich gelungen. Das war am Anfang noch so ein bisschen, in welche Richtung geht das? Aber mir hat diese Idee um Casadim sehr, sehr gut gefallen, dass wir hier eben auch so Magie haben und da eben auch in eine Fantasiewelt kommen, wo alle Familienmitglieder, alle Kinder davon im Grunde wichtig sind und Oberhäupter sind und ich fand es spannend und toll und freue mich auf Band 2. Ja, Rauhnacht-Rituale habe ich im letzten Jahr auch dann zu den Rauhnächten gemacht. Da habe ich mir hier dieses Buch bestellt, habe auch einige Informationen mit herausgenommen, habe auch es noch hier und werde es auch dieses Jahr zu den Rauhnächten wieder heranziehen. Ich habe mir dieses Jahr noch ein Journal geholt mit verschiedenen Fragenkonstellationen rein um diese 12 Nächte, die im Grunde, ich glaube, vom 24. auf den 25. beginnen und dann ins neue Jahr hineingeht und jede Nacht steht ja für einen Monat des neuen Jahres und ich fand das letztes Jahr sehr, sehr faszinierend, habe mich da auch dahingehend ein bisschen mehr detailreicher informiert und freue mich dieses Jahr auf die Rauhnacht-Rituale und auf das Journal, was ich mir bestellt habe und 0711 Love Stories von Adriana Popescu ist letztes Jahr gestartet. Der Plan war ja, dass, glaube ich, jeden Monat ein Band herauskommt. Ich glaube, insgesamt gibt es 3 oder 4 und es sind Kurzgeschichten mit irgendwas um die 80 bis 100 Seiten, die als E-Book erschienen sind, die eben eine Geschichte, eine Begegnung in Stuttgart sozusagen beschreibt. Und ich fand alle, die erschienen sind, großartig. Mir haben die sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es sehr schade, dass sie das nicht weitergemacht hat. Dann ist die Hexer-Reihe bei mir eingezogen. Ich glaube, es sind zu Beginn auch direkt 2 Bände eingezogen. Der erste Band, das Erbe der Elfen und dann müsste auch das Schwert der Vorsehung kommen. Genau, das sind ja jetzt, also es sind ja die ersten beiden Teile der 5-teiligen Reihe. Die Kurzgeschichten habe ich ja als E-Book gelesen. Und hier habe ich mir aber diese wunderschönen DTV-Ausgaben geholt, die ja wirklich einen wunderschönen Buchrücken dann ergeben. Ist in diesem Jahr dann auch komplett gelesen worden und es ist wirklich eine absolute Highlight-Reihe. Geralt von Riva ist einfach der Hammer. Es hat mich so geflasht, sehr begeistert, hat mich ganz, ganz tief in diese Fantasy-Welt mitgerissen, hineingezogen und auch sprachlich sehr gelungen. Ich mag auch, wie Sapkowski die Welt beschreibt, wie er die sieht, wie er uns Geralt näher bringt. Und hier ist dann das Schwert der Vorsehung. Ich glaube, das müsste die 2. Vorgeschichte sein. Deswegen ist sie, glaube ich, als E-Book bei mir eingezogen. Und die habe ich auf jeden Fall noch im letzten Jahr auch gelesen, damit ich dann die Serie schauen konnte. Ja, Time Stories, Jagd durch die Zeit von Christoph Lambert. Habe ich gelesen, ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß da gar nicht mehr so viel. Habe ich, glaube ich, auch im Dezember gelesen oder Anfang des Jahres. Müsste auch, also war auf jeden Fall was Science-Fiction-mäßiges und ich weiß gar nicht mehr, wer hier wem durch die Zeit gejagt hat. Da bin ich überfragt, aber ist gelesen. Ja, Find Me in the Storm von Kira Mohn habe ich gehört. Ist ja der 3. und abschließende Teil der Leuchtturm-Trilogie, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die ich wirklich absolut großartig fand und auch besonders 1 und 3 fand ich ganz, ganz toll. Leider hat mir jetzt ihre neue Reihe ja aktuell nicht ganz so gut gefallen, beziehungsweise war sie gut, aber
ist für mich nicht an die Leuchtturm-Trilogie rangekommen, aber Find Me in the Storm war definitiv auch einer der Bände, die mich gefesselt haben an dieser irischen Küste und die ich richtig, richtig toll fand. Und ja, umso schade ist es, schade, ja, dass mich die neue Reihe nicht ganz so begeistern konnte. Ja, der kleine Taschenbuddhist von Bettina Lemke war ein ja, Weihnachtsgeschenk von der lieben Sarah und habe ich auch schon gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag die buddhistische Philosophie sehr gerne, ich beschäftige mich gerne mit ihr und ich ziehe da auch immer neue Impulse hinaus. Ja, da habe ich auch ein schönes Lesezeichen dazu bekommen, das mich natürlich auch sehr, sehr gefreut hat. Und ja, war ein schönes Buch, kann ich auch zum Einstieg auf jeden Fall sehr gut empfehlen, wer sich da mal mit Buddhismus beschäftigen möchte. Ja, Bratapfel am Meer von Anne Barnes habe ich letztes Jahr auch ebenso um die Weihnachtszeit gehört. Fand ich auch okay. Ich glaube, mir ist da ein bisschen das Meer zu kurz gekommen, was ich doch so ein bisschen an Erwartung hatte, dass eben die Geschichte am Meer spielt. Und ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Kritikpunkt. Aber für mich verschwimmen leider Weihnachts- und Wintergeschichten doch sehr deutlich miteinander. Und ich hatte letzten Monat auch unter meinem Video in diesem Format auch, ich glaube, von 2-3 Leuten diese Info, dass es ihnen ähnlich geht. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, das ist passiert eben einfach, wenn man andere Geschichten, auch viele, dazwischen liest und ja, dass man dann eben nicht immer ganz sich jede Geschichte merken kann. Hui, da kommen wir dann auch schon zum ersten nicht gelesenen Buch und zwar von Karl Mayer, Die Sturmkönige. Das ist die komplette Reihe von Ginland, ist glaube ich der erste Teil. Habe ich komplett von einer lieben Freundin geschenkt bekommen. Also hier suppt im Grunde Teil 1 bis 3, wobei bei mir auf dem Sub ja immer nur der erste Teil zählt. Und ja, ich weiß gar nicht warum. Ich fand, es hat so spannend geklungen mit diesem Orientalischen und wir haben Leute, die auf Teppiche fliegen und so ein bisschen Tausend und eine Nacht. Und ach, ich glaube, ja, es steht tatsächlich im Regal und ich sehe es auch sehr häufig und ich glaube, ich muss es im neuen Jahr unbedingt mal angehen, weil ich bin definitiv ein Fantasy-Fan und mit dem Orient bekommt man mich ja sowieso immer. Und ja, ich glaube, das ist jetzt einfach was ich anfangen möchte. Ja, dann ist der illustrierte Harry Potter Nummer 4 bei mir eingezogen. Den habe ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ja, ich habe ihn dieses Jahr gelesen. Ich habe ja Harry Potter in diesem Jahr komplett gereadet, beziehungsweise die Hörbücher gehört. Aber beim vierten Teil habe ich dann eben auch zum Teil immer zum Buch gegriffen und habe mir dann auch die wunderschönen Illustrationen angesehen. Und das sind natürlich echt Klopper und die nimmt man auch nirgendwo mit hin. Da bietet sich echt an, sich einfach auf die Couch zu setzen, Hörbuch zu hören und dann eben wunderbar die Bilder zu genießen. Und ich mag diese Illustrationen super, super gerne. Man merkt jetzt natürlich, umso fortschreitender wir in der Reihe sind, umso dicker werden natürlich auch die Bücher und umso weniger ist irgendwie Illustriertes drin, erscheint zumindest so. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt nächstes Jahr dann der 5. herauskommt, auch ob man den dann teilen wird, weil der 5. ja doch auch mit, ich glaube, dem 7. dann auch der dickste Band ist. Und wie man das macht, aber ich liebe die illustrierten Ausgaben und sie unterstützen auf jeden Fall immer das Lesen oder das Hören. Und ja, ich liebe einfach Harry Potter und ja, das ja, kann dazu auch gar nicht mehr sagen. Ich kann von Harry Potter eigentlich immer, immer nur schwärmen und und dann habe ich, ja, ich glaube so zwischen Weihnachten und Silvester die liebe Christine getroffen und wir haben einen kleinen Buchtausch gemacht und bei mir ist der Kaktus eingezogen. Das ist sozusagen das zweite Buch, was noch nicht gelesen ist, von Sarah Haywood. Und ja, sie hat da wunderbar so geschwärmt, fand die Geschichte auch ganz schön und sie klang auch vom, oder klingt auch vom Klappentext ganz toll. Ich weiß noch gar nicht, warum ich die im Sommer nicht gelesen habe, denn ich weiß, dass ich es mir für den Frühling, Sommer vorgenommen hatte, wann eben auch Kakteen einfach so zu der Zeit passen. Ja, ich kann es leider gar nicht sagen, aber auch das steht im Regal und möchte unbedingt gelesen werden und auch das werde ich mir definitiv fürs neue Jahr vornehmen. Und dann sind jetzt, glaube ich, nur noch Bücher eingezogen, die nicht auf dem Sub eingezogen sind, sondern die ich im Grunde schon vorab gelesen habe. Ja, an und für sich sind natürlich 2 ungelesene Bücher gar nicht so schlecht, wobei jetzt von 13 ist es ja doch ein ganz heftiger Schnitt, könnte man sagen. Nein, finde ich gar nicht. 2 ungelesene Bücher und durchaus auch irgendwie nachvollziehbar und jetzt eben auch in Erinnerung gebracht. Und ja, das ist sowieso das Wichtigste, dass man immer mal einen Blick auf seinen Sub wirft. Ich bin natürlich wie immer neugierig, ob ihr auch so ein bisschen eine Statistik führt, wo ihr vielleicht aufschreibt, welche Bücher eingezogen sind und ob ihr dann irgendwie abstreicht, welches davon ihr gelesen habt. Lasst
mich das super gerne auch mal wissen. Würde ich mich freuen, lasst uns da in den Kommentaren austauschen. Schaut auch gerne mal in der Infobox vorbei, da ist mein eigenes kleines Buch der Bücher immer darin verlinkt und natürlich auch den Leseklub und Instagram. Also schaut da gerne mal rein, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, zum nächsten Rückblick schauen wir uns dann ja schon den Januar 2020 an. Das heißt, wir sehen uns dann mit diesem Format erst im nächsten Jahr. Das ist schon irgendwie jetzt, ja, es kommt näher, es ist schon ein bisschen verrückt. Aber ich freue mich auch auf den Jahreswechsel und auf das neue Jahr. Und es wird dann hoffentlich einfach auch wieder ein bisschen besser als dieses Jahr. So, jetzt aber genug gequatscht. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.